Guten Morgen und herzlich willkommen zur bekannten Quartalspressekonferenz zum Zivildienst mit Staatssekretärin Claudia Plackholm. Und wir haben wie in der Vergangenheit üblich auch Zivildiener mitgenommen aus der Praxis, die gerade ihren Zivildienst leisten. Das sind heute der Matthias Hauser, der den Zivildienst beim Zivilschutzverband leistet, und Paul Huber, der den Zivildienst bei der Feuerwehr St. Pölten leistet und im Anschluss auch für Fragen zur Verfügung stehen. Frau Staatssekretärin, bitte. Wunderschönen guten Morgen, geschätzte Medienvertreterinnen, liebe Medienvertreter, liebe Zivildiener an meiner Seite. Es ist ja politisch gerade sehr, sehr vieles in Bewegung in Österreich, aber die Ihnen bereits bekannte Zivildienst-Pressekonferenz, die immer zum Quartalsabschluss stattfindet, die sorgt gewissermaßen für eine Konstante auch in dem Bereich. Ich darf Ihnen heute wieder aktuelle Zahlen zum Zivildienst präsentieren, zu den vergangenen 3 Quartalen, also von Jänner bis September diesen Jahres. Es ist seit der letzten Präsentation einiges passiert im Bereich Zivildienst, einiges weitergegangen. Beispielsweise hat ja das Parlament die Zivildienstgesetzesnovelle, wir wechseln das Mikrofon. Beispielsweise hat ja das Parlament die Zivildienstgesetzesnovelle nicht nur beschlossen, sondern mit 19. Juli ist diese auch in Kraft getreten. Die Eckpunkte habe ich Ihnen bereits vorstellen dürfen. Wir haben letztes Monat auch den Zivildiener des Jahres, eine jährliche Veranstaltung, die sich seit vielen Jahren etabliert hat in diesem Bereich, auch küren dürfen. Wir haben dort 9 Gewinner aus den Bundesländern und auch einen Bundessieger aus dem Bundesland Tirol, nämlich David Rohrmoser. Der hat seinen Zivildienst beispielsweise in einer Pflegeeinrichtung geleistet und sich dort den Spitznamen Seniorenflüsterer verdient gemacht. Es waren bei dieser Verleihung, und manche von Ihnen haben darüber berichtet, beziehungsweise waren vor Ort mit dabei, sehr, sehr viele Gänsehautgeschichten mit drinnen, aber genauso auch echte Schmunzler. Und man sieht einmal mehr, auch an den beiden Zivildienern, die heute an meiner Seite stehen, wie viel Herzblut in diesen Dienst gesteckt wird, aber vor allem auch in das Drumherum. Und leider Gottes, muss ich jetzt sagen, hat sie auch seit der letzten Pressekonferenz insofern etwas getan, dass man dieses Herzblut auch gesehen hat bei der Hochwasserkatastrophe, die ebenso im September stattgefunden hat, wo ein weiteres Mal auch unsere Zivildiener, und das mag für manche vielleicht überraschend sein, rasch zur Stelle waren, wie viele andere Einsatzorganisationen auch. Dort, wo Zivildiener selbst betroffen waren, waren sie selbstverständlich in Absprache mit den Einrichtungen auch vom Dienst freigestellt. Und dort, wo Mithilfe gefragt war von den Zivildienern, egal ob das von ihrer Zivildiensteinrichtung abhängt oder aufgrund so mancher ehrenamtlicher Aufgaben und Funktionen, wir denken an die Blaulichtorganisationen, dort war es ebenso durch die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Einrichtungen möglich, dass die Zivildiener auch dafür freigestellt werden. Dafür möchte ich ein riesengroßes Dankeschön aussprechen, insbesondere an die Zivildiener, die hier mitgewirkt haben, die hier mitgeholfen haben, aber auch den Einrichtungen, dass wir das dementsprechend rasch auch abwickeln konnten und dass das in einer Unkompliziertheit eben auch passiert ist. Ich möchte Ihnen die zwei Zivildiener noch ein weiteres Mal eben auch vorstellen. Der Paul Huber leistet seinen Zivildienst beim Niederösterreichischen Feuerwehrverband und der Matthias Hauser beim Zivilschutzverband. Zwei Zivildiener, die eben auch bei dieser Katastrophe geholfen haben und da nicht lange zugeschaut haben. Danke auch euch persönlich, stellvertretend für die vielen Zivildiener, die hier im Einsatz waren und sind, an dieser Stelle dieses herzliche Dankeschön. In diesem Kontext möchte ich auch hervorheben, dass der Zivildienst damit auch einmal mehr zeigt, dass er ein Türöffner für das Ehrenamt ist. Bei 36% der jungen Männer, die den Zivildienst geleistet haben, hat sie durch den Zivildienst die Bereitschaft auch erhöht, sich in einer Zivildiensteinrichtung oder anderen Hilfsorganisationen auch ehrenamtlich zu engagieren. Und fast alle, nämlich ein Drittel, setzen das dann auch um und bleiben dementsprechend als Ehrenamtliche erhalten. Also wie gesagt, 36% sagen, dass sie durch den Zivildienst hier auch dieses Bedürfnis verspürt haben, sich auch freiwillig zu engagieren. Jetzt zu den konkreten Zahlen von Jänner bis September diesen Jahres. Es leisten aktuell 10.610 junge Männer ihren Zivildienst. In einer der rund 1.500 Zivildiensteinrichtungen, die wir in Österreich haben, und die wiederum mit 3.000 Einsatzstellen. 10.163 wurden in den ersten 3 Quartalen zugewiesen und das ergibt insgesamt eine Bedarfsdeckung von 88,2%, und das ist um 1,8% besser als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
eine hundertprozentige Bedarfsdeckung. Auch das wissen Sie aus den vergangenen Pressekonferenzen, ist wegen kurzfristiger Ausfälle schon alleine deshalb nicht möglich. Zum Beispiel Erkrankungen oder Aufschübe wegen Ausbildungen führen eben dazu, dass man die 100% nicht erreichen kann. Bei der Bedarfsdeckung haben wir durch das dritte Quartal auch ordentlich aufholen können. Sie erinnern sich vielleicht, wir waren im ersten Halbjahr in manchen Bundesländern etwa bei 80% bei der Bedarfsdeckung. Und bis Jahresende, also wenn wir dann das vierte Quartal auch dazu rechnen können, erwarten wir eine Bedarfsdeckung von rund 90%. Das sieht man auch jetzt bereits in so manchen Bundesländerzahlen. Besonders erfreulich ist die Bedarfsdeckung in Oberösterreich mit bereits jetzt 91,6%, dicht gefolgt von Steiermark und Niederösterreich mit 89,6% und 88,6%. Wien ist ja generell sehr beliebt bei den Zivildienern. Manche lassen sie hier auch bewusst, auch wenn sie aus anderen Bundesländern kommen, in Wien dem Dienst zuweisen. Dort haben wir eine Bedarfsdeckung von 91,7%. Wir kommen zu den Zivildiensterklärungen. Zwischen Jänner und September wurden 11.538 Zivildiensterklärungen abgegeben. Das sind um 10% weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wir haben hier erstmals seit Jahren eine ganz andere Zahl, nämlich knapp 1.300 Zivildiensterklärungen weniger. Und der Grund dafür ist auch logisch bzw. ganz wichtig an dieser Stelle. Das liegt daran, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie einige Stellungstermine ausfallen haben lassen bzw. aufgeschoben haben. Die sind dann in den Folgejahren nachgeholt worden. Es hat damit zu einem Stau geführt und zu einer sehr hohen Anzahl an Zivildiensterklärungen, zum Beispiel eben auch noch im Vorjahr, wo eben dieser Stau durch die Corona-Pandemie verursacht, noch immer aufgeholt wurde. Jetzt sind wir auf demselben Niveau wie vor der Pandemie. Also es ist quasi die Zeit der Stellungen, die während Corona nicht stattgefunden haben, jetzt abgearbeitet und es hat sich gewissermaßen wieder normalisiert, deswegen dieser hohe prozentuelle Abstand. In welchen Gebieten waren in diesen ersten drei Quartalen die Zivildiener tätig? Das größte und beliebteste Einsatzgebiet ist und bleibt der Rettungsdienst mit 41%, die Sozial- und Behindertenhilfe mit 25% und 12% waren in Einrichtungen zur Betreuung von Älteren. An diesen Top 3 hat sich nichts geändert im Vergleich zum letzten Mal. Wir können gut noch den ein oder anderen Zivildiener brauchen, also gerne auch an dieser Stelle mein Appell, fasst euch ein Herz, meldet euch für den Zivildienst, gerade im ersten Halbjahr des kommenden Jahres, im ersten Halbjahr 2025, brauchen wir immer noch helfende Hände und es ist definitiv der ideale Zeitpunkt, eine Zivildiensterklärung abzugeben oder sich auch direkt bei einer Stelle zu melden. Vielen Dank. Zum einen zum Thema, Sie haben gesagt, dass die Bedarfsdeckung gestiegen ist, aber auch, dass es dieser Stau abgearbeitet worden ist. Hat das eine dann quasi mit dem anderen zu tun? Also ist diese Bedarfsdeckung nur deshalb gestiegen, weil in den letzten ein, zwei Jahren dieser Stau abgearbeitet worden ist und deswegen mehr Zivildiener zur Verfügung stehen? Ich habe auch im ÖVP-Wahlprogramm noch einmal nachgelesen, da steht einiges zur Reform des Grundwehrdienstes, wie das attraktiver gemacht werden soll. Zum Zivildienst steht praktisch nichts drinnen. Was wäre denn da geplant oder ist das einfach das, was quasi den Stellenwert der ÖVP dann bei diesem Thema zeigt? Und zum aktuellen Thema der Parteiengespräche wollte ich auch nochmal nachfragen. Sie haben sich ja in der Vergangenheit immer wieder eher positiv oder eher offen zu einer FPÖ-Koalition auch geäußert. Sie kommen ja auch aus Oberösterreich. Wie wünschenswert, aber auch wie realistisch wäre denn das aus Ihrer Sicht? Und weil Sie ja immer wieder für ein Ministeramt auch gehandelt werden, was wäre denn da Ihr Wunschressort? Vielen Dank für diese vielen Fragen. Ich werde es der Reihe nach abarbeiten. Also zum einen, die Bedarfsdeckung ist ja gestiegen im Vergleichszeitraum, im Vorjahreszeitraum um fast 2% und gleichzeitig sind die Zivildiensterklärungen ebenso deutlich zurückgegangen, weil wir einfach eine geringere Grundgesamtheit haben, weil
nicht mehr so viele Burschen aufgrund der Staus durch die Corona-Pandemie einfach von der Stellung sozusagen auch die Frage gestellt bekommen, wie es denn dann noch weitergeht, also dieses Entweder-Oder weniger geworden ist. Die Bedarfsdeckung ist, denke ich, also sehr erfreulich für mich als Zivildienstzuständige insofern sehr hoch, weil sie, denke ich, viele Menschen, gerade die Einrichtungen, hier stark darum auch bemühen, Zivildiener zu bekommen. Wir haben hier mittlerweile ein sehr ausgewogenes Verhältnis zwischen Grundwehrdienst und Zivildienst. Das war in den letzten 50 Jahren, seit der Zivildienst ins Leben gerufen wurde, nicht immer so. Und wir sind hier definitiv sehr, sehr gut aufgestellt. Aber wie gesagt, jeder einzelne Zivildiener kann eben diese Bedarfsdeckung hier auch noch besser machen. Bei den Einrichtungen, das lesen Sie auch aus der Presseunterlage heraus, hat sie auch ein bisschen etwas getan, wie viele Einrichtungen, wie viele Zivildienststellen insgesamt zur Verfügung stehen. Und das Thema mit dem Grundwehrdienst, ich habe es jetzt auch schon angesprochen, das bringt mich eben eh zu den inhaltlichen Positionen. Wir haben in der Vergangenheit, und damit sind wir auch sehr gut gefahren, immer sehr, sehr gut zusammengearbeitet mit dem Ministerium, mit der Bundesministerin für Landesverteidigung. Wir haben viele der Novellen, viele der Verbesserungen und Attraktivierungen für den Grundwehrdienst und für den Zivildienst im Gleichschritt auch gemacht. Ich denke hier an die bessere Bezahlung, an die höhere Grundvergütung, die jedes Jahr auch gestiegen ist, die wir deutlich auch erhöht haben vor insgesamt 2 Jahren und wo sie fast 50%, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, mehr Grundvergütung auch bekommen, sowohl die Grundwehrdiener als auch die Zivildiener. Wir haben bei der Zivildienstgesetzesnovelle logistisch sehr, sehr viele Schritte auch gesetzt, dass der Zivildienst, sage ich mal, leichter vereinbar ist, also dass es in diesen besonderen Ausnahmefällen, in besonderen Härtefällen auch eine Teilung des Zivildienstes beispielsweise möglich ist. Und da sind wir sehr gut und eng abgestimmt. Ich möchte betonen, dass das nicht immer so war zwischen Zivildienst und Bundesheer. Und das wünsche ich mir auch in Zukunft, dass wir alle Attraktivierungsschritte, ob es auch das Klimaticket beispielsweise in dieser Legislaturperiode war, dass wir diese Dinge eben auch gemeinsam machen, weil wir sowohl Grundwehrdiener brauchen, um stark aufgestellt beim österreichischen Bundesheer zu sein, aber natürlich auch, und das hat sich Gott sei Dank die letzten 50 Jahre auch so deutlich herausgestellt, der Zivildienst unverzichtbar ist im Sozialbereich und in vielen, vielen Einrichtungen. Und wenn wir eben auch außerhalb der 9 Monate denken, in vielen Einrichtungen, wie hier auch, ja, weiterhin sehen, dass der Zivildienst die tragende Säule ist und auch die Basis dafür, dass es ehrenamtliches Engagement in den unterschiedlichsten Einrichtungen gibt. Zu den politisch bewegten Tagen und Wochen und vielleicht auch Monaten, die uns insgesamt bevorstehen. Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat hier einen klaren Fahrplan für die Regierungsbildung vorgelegt. Es sprechen aktuell die 3 stimmenstärksten Parteien bzw. deren Parteichefs miteinander und sondieren, welche Zusammenarbeiten es geben kann. Es ist wenig überraschend, dass wir für uns als Volkspartei genau dasselbe gilt, was wir auch vor der Wahl den Wählerinnen und Wählern versprochen haben, nämlich dass eine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl nicht vorstellbar ist für uns, nicht möglich ist für uns. Unser Bundeskanzler hat es gestern sehr deutlich auch nochmal gesagt, dass wir nicht der Steigbügelhalter sind für einen Bundeskanzler Herbert Kickl. Und das ist für uns ganz klar, dass das auch nach der Wahl gilt, dass wir jemanden, der sich so einer radikalen Sprache bedient, nicht dazu verhelfen werden, Regierungschef zu werden. Und alle weiteren Ergebnisse werden die intensiven Verhandlungen zeigen. Ich freue mich sehr, dass ich im Sondierungsteam auch mit dabei sein darf. Aber ein Schritt nach dem anderen, jetzt muss man zuerst eine Regierung überhaupt auf die Beine gestellt werden. Aber inhaltlich wären Sie der FPÖ quasi näher als der SPÖ? Inhaltlich kann man eine Regierungszusammenarbeit immer erst dann beurteilen, wenn tatsächlich auch Inhalte am Tisch liegen. Wenn man einerseits eine Koalition intensiv verhandelt, wenn ein Regierungsprogramm vorliegt. In der Phase befinden wir uns noch nicht. Wir sind aktuell noch im Sondieren. Der Bundespräsident hat, wie gesagt, hier einen klaren Fahrplan auch vorgelegt, wie das aussehen soll. Und inhaltliche Überschneidungen kann man erst dann beurteilen, wenn Parteien auch aufeinander zugehen. Die hier von der APA. Gibt es Prozentzahlen, wie viele sich für den Zivildienst und für die Grundwehr entscheiden? Das können wir gerne nachreichen. Es ist mittlerweile sehr ausgeglichen. Kann Ihnen sagen, das wird sich die letzten Jahre wenig geändert haben. Aber da können wir die genauen Zahlen aus dem Bundesministerium für Landesverteidigung nachreichen, nachdem ja das Verteidigungsressort logischerweise auch für die Stellungen zuständig ist und eben da dann die genauen Zahlen auch eingehen. Aber es hat sich die letzten Jahre
so vom ungeliebten Waisenkind der Nation sehr zu einer starken Säule und tragenden Säule entwickelt, der Zivildienst. Wir haben im heurigen Jahr auch 50 Jahre Zivildienst gefeiert. 1974 ist er damals gesetzlich verankert worden und wir haben damals die ersten Zivildiener auch zu Gast gehabt. Die haben berichtet darüber, was sie in den 70er Jahren noch anhören haben müssen, als sie sich für den Zivildienst entschieden haben, dass man da auch einer speziellen Kommission auch nochmal vorstehen hat müssen und da wirklich Rede und Antwort gestanden ist, bis tatsächlich der Zivildienst auch möglich war. Das war ein langer und harter Weg und heute beinahe jeder zweite taugliche junge Bursch, der sich für den Zivildienst entscheidet. Vielen Dank. Und der Matthias und der Paul, die stehen gerne noch für Ihre weiteren Fragen zur Verfügung. Dankeschön.